Also schlimmer wäre nur noch eine Creed-CD. Nee, das habe ich jetzt nicht. Ich mag diese Stimme, diese kratzige Rauchende von diesem Nickelback-Sänger und ich finde die Musik gar nicht übel. Wieso ist das hier schon alles tot? Und wieso ist da, da würde ich nicht drin rumlaufen in dem Ding? Wieso werde ich geblitzt von dem Ding? Keine Ahnung. Macht das auch Schaden an mir? Ja, du bist fast tot deswegen. Friendly Fire oder was? Hä? Nickelback, ja, ich finde die Musik nicht schlecht. Hör ich gerne. Und... Nee, das sind ja nicht meine Blitzteile, die ich geschossen habe. Du musst es kaputt blastern. Ach so, ich dachte, das wäre dein scheiß Kugelblitz. Nein, ich habe gar keinen geschossen. Ja, vergnügt dich mal damit. Ja, du bist trinken. Ja nett, ey. Ja, nee, ich stehe hier. Ich hab's hingekriegt. Wieso kommt da noch ein neuer? Du bist Kugelblitzmaster, dann musst du auch mit Kugelblitzen klarkommen hier, dachte ich. Gut, ja, ich habe aber auch Disturbed-CDs da drin oder die Rave Bass aus den 90ern, alle. Also wie gesagt, ich höre jeden Scheiß außer Volksmusik und Hip-Hop. Damit kann ich absolut nichts anfangen. Ach, ich würde ja nie im Leben irgendwelchen Leuten meinen Musikgeschmack aufdrücken, der ist einfach zu bescheuert. Was, du hörst ausschließlich Metal? Ja, was heißt ausschließlich Metal? Ich höre, wie ich hier Elektro-Chill-Mucke mal, aber... was heißt ausschließlich Metal? Ich meine, es gibt 5 Milliarden verschiedene Metal-Arten. Naja. So ruhig bis ganz extrem. Von melodisch bis Geschrei. Ja, zu meiner CD-Sammlung, ich habe da auch noch Alben von Wisdom, Temptation und, Ich bin tot. Oh, ja, zum... Weißt du was, ich trinke einen mit, warte kurz. Ich mach Pill. Ja, ich trinke einen mit, Also da ist Santiano mehr Metal als Wisdom, Temptation. Mhm. Bei mir ist halt mehr Black und Death Metal, aber... Mir ist durchaus bewusst, dass das nicht Musik für jedermann ist und ich würde nie im Leben sagen, hier, das musst du hören, das ist total gut. Mhm. Nightwish habe ich auch drin, zumal ich aber Nightwish nicht mehr mag, seitdem die die Sängerin gewechselt haben, weil dann klingt jetzt Nightwish nämlich genau wie Wisdom Temptation. Ja, das ist schon die dritte, glaube ich. Mann. Ja? Oh, ich habe Nightwish seitdem sie die... Ich habe leider ihren Namen vergessen, diese Opernsängerin... Ja, die erste war Taya Tukunen, hieß sie. Genau, ja, das, die fand ich, das weiß ich auch noch. Also als ich das erste Mal Nightwish gehört habe, mit der echt speziell, aber dann konnte ich mich damit sehr anfreunden, aber dann haben sie ja gewechselt zu, ich weiß nicht, wie sie hieß, und seitdem habe ich Nightwish nicht mehr verfolgt. Das war damals halt Ende der 90er echt Mode. Ich habe auch noch viele CDs, glaube ich, in meiner Sammlung mit so Opertrollern, irgendwas. Ach, mehr? Da gab's mehr. Was ich jetzt Freunde demnächst dann alles mal wieder wegschmeißen werde, wenn ich meine CD-Sammlung reaktiviere. Ich habe noch ein riesiges CD-Regal im Keller mit dem ganzen Scheiß, den ich nicht mehr im Wohnzimmer stehen haben möchte. Zum Beispiel, da habe ich unglaublich viel von diesem 90er-Euro-Dance-Kram drin. Davon habe ich... Ich muss mir heute extra Regal... Ich habe halt... Das sind 450 CDs, die ich da... Oh. Naja, auf so viel komme ich dann nicht. Ich habe auch unglaublich viele Maxi-CDs im Keller stehen. Habe ich in den 90ern viel gekauft. Wieso ist der Blitz-Blitz-Immun? Das ist doch scheiße. Also das, was mir wichtig ist, das kaufe ich jetzt mittlerweile noch auf Vinyl, aber... Was ich richtig gut finde, aber den anderen Kram, so was man sagt, so, oh, kann man mal gut hören. Chris hat mittlerweile extrem viele CDs für 5 Euro hinterhergeschmissen. Mhm. Und da sag ich mal, nee, nö, ne? Ich bin halt eine kleine Retail-Hure, ich brauch das Original. Ich will mit Downloads irgendwie, kann ich nichts anfangen. Eine Was-Hure? Eine Vinyl-Hure? Retail. Ach, Retail? Genau wie bei Spielen auch. Ja. Das runterladen, ich muss halt im Regal stehen haben. Ich kauf auch die ganzen CDs von den Bands, die ich halt gut finde, digitalisiere mir das einmal und dann stelle ich mir die Dinger hier halt ins Regal. Finde ich auch viel geiler. Und auch von Spielen, die ich unglaublich gerne mag und richtig gut finde, will ich auch die Packungen und sowas haben. Eben. Wobei ich da ein bisschen enttäuscht bin von den aktuellen Sachen, die du einfach nur in so einer scheiß DVD-Hülle kriegst mit so einer richtig kurzen Beilageheft. Ich erinnere mich da an mein Lieblingsspiel Amber Moon für ein Amiga von 1993. Da ist so eine große Weltkarte mit drin, richtig dickes Buch als Anleitung mit einer Vorgeschichte zum Spiel mit drin. Oh! Ja, letzte Sekunde. Ja, 9 Disketten hatte das. Und dann ist noch ein Runenalphabet mit drin. Das war noch geil. Diese große Box im Regal, das hat schon was. Ich habe gerade schön 100er Schaden hier. Hm. Achso, um meine CD-Sammlung hier oben abzuschließen, ich habe da glaube ich noch 11 Alben von Björk drin. Die fand ich richtig geil in den 90ern. Die ist auch sehr speziell. Was sagst du denn dazu? Ich mag, ja, finde ich immer noch besser als so Nickelback-Scheiß, weil es ist zwar auch nicht meins, aber da weiß ich die musikalische Qualität und Kreativität und Individualität durchaus zu schätzen. Ich finde, rein theoretisch, Björk war vor ihrer Zeit, weil irgendwie das, was Lady Gaga gemacht hat, ist etwas moderner von dem, was Björk gemacht hat. Und die war ja mega erfolgreich und Lady Björk überhaupt Gaga, nicht. Ja, das war im Endeffekt auch so, das war von Kommerz-Scheiße. Ja, Pop-Schmutz im Endeffekt gewesen. Aber teilweise ähnelte das, sag ich mal, so ein bisschen dem, was Björk gemacht hat.
Ist hier in der Mitte was gewesen? Hier ist gar nichts. Das ist dieser komische Trog da hinten. Oh, was? Oh, was ist denn mit dem? Kaputt. Ja, da kann man nichts machen. Doch, hier kann man bestimmt Feuer des Signalturms entfachen. Ach, ich habe eine Fackel geholt. Das Feuer kann nicht entfacht werden, wir dürfen jetzt 100 und ein Fläschchen. Wo kriegen wir denn den Mist noch her? Wir waren schon in allen Richtungen. Ich meine auch. Haben wir im westlichen Bereich irgendwas übersehen? Ja, anscheinend auch in zwei Bereichen. Nee, östlich haben wir die Fackel gefunden. Und dann gehen wir beide Bereiche nochmal kurz ab. Das ist mich schon angerumpst. Da ist jetzt Freude dran, ne? Ja, siehst du hinter dem Speicherpunkt das Leuchten? Oh. Jo. Ach, das habe ich nicht gesehen in einem Eingang. Wie ich die jetzt umflexe hier, ey. Mach das mal. Fällt alles raus. Was ist das für Haufen hier? Ja, Kackhaufen. Oh, war Leiche eines Zwerges? Ja, da war's. Wir haben 200... Ja, dann Rückruf, ne? Achso, sie sieht die Höhle auf der Minimap aus wie eine Schildkröte. Schön. Oh, guck mal, fährt sogar ein Auge. Du hast einen Blick fürs Detail. Ja, siehst du. Ja, da ist ein Höhlengang, siehst du es? Mhm. Ich krieg so einen Föhn, ey. Wie lange haben wir jetzt gesucht? Mindestens 5 Tage. Hier liegen schon ganz viele tote Wölfe. Eichhörnchen. So, Eishöhle betreten. Kisten. Oh, leck mir am Arsch, ey. Das geht schneller. Praktisch. Bruder, kommt ihr aus Ostheim? Seid ihr hier, um uns zu helfen? Nein, sind wir nicht gut. Nee, ich bin Mitglied vom Clan hier, Kolgrim. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ihr interessiert ihn nicht, als eilig. Feuer oben am brennenden Auge entzünden, oder diese Dunkelelfen werden den Clan abschlachten. Hat er lila Blut am Schwert? Weg den Höhlen gefunden haben. Vielleicht ein Eichhörnchen, nie ein Einhorn geschlachtet. Ja, hier irgendwas, bla bla. Ich habe ihn nicht. Festgegenstand B. Angegriffen oben beim Gipfel. So ein Zufall, dass du den jetzt nicht hast. Er hat den mit dem Schlüssel eingefroren. Ihr müsst das Signalfeuer entzünden, um an seine Leiche heranzukommen. Ja. Weiß ich, das weiß ich auch schon, wie das geht. Kampfgruppe. Jeder meiner Männer war mit. Erschlag ihn einfach, dann können wir ihn looten. Sucht sie und deckt euch damit ein. Brüder, rasch. Hast du gesehen, da unten links die Wunderlampe hingestellt? Geil, eine Wunderlampe. Ich danke euch, Bruder. Das Überleben meines Volkes. Ich schwöre. So, Freck halt jetzt einfach. Oh. Hm. Oh, tragisch. Dramatisch. Naja, so ein Pech. Gut, also der. Yay! Und hier sonst noch was? Der Vogel, der oben eingefroren ist, hat einen Schlüssel für irgendwas. Gut, dann zurück zum Signalfeuer. Soll ich mal? Halt ich fest. Boah, jetzt geht's weiter. Fett, krass. Krass geile Scheiße. Taut direkt das Werk auf hier. Mhm. Sich. Boing. Kopf gestoßen. War nicht ganz elegant. Von Kopf gestoßen. Ins Stufe. Schön, kommentarlos. Das ist die Verstärkung, die jetzt kommt, ja? Ja, dann Pofen hier. Gott, ja, Feuer, ja, komm ich mal vorbei. Schön. Traumhaft. Erstmal strecken. Schlapp, schlapp. Oh, das war auch ein elegantes Tier. Das sieht richtig aus. Ihr habt bei der aufgetauten Leiche des Zwergs den Minenschlüssel gefunden. Oh, supi. Und ich möchte wetten, wir haben gerade den Endboss von Akt 2 kennengelernt. Gut, dann machen wir jetzt einen Rückruf, aber nicht da.
bestimmt nochmal mit Horst Kevin quatschen. Da ist er. Ah, ich habe das Signalfeuer schon gesehen. Schön. Und ihr habt auch den Schlüssel. Aber sagt mir, hat von der Expedition zumindest irgendjemand überlebt? Nö. Aus Kevin, red mal schneller, ey. Feinde zur Rechenschaft ziehen werden. Was willst du erwarten? Aus Kevin geht jeden Tag pumpen, so wie er aussieht, ey. Keine Zeit für Bildung. Wir leben nicht schon wieder für unseren Clan aufs Spiel setzen. Ich möchte in die Minen gehen, bitte. Also gut. Mit jemandem, in dessen Augen so ein Feuer brennt, sollte man nicht versuchen zu streiten. Haltet den Schlüssel in der linken Hand, wenn ihr auf das Tor zugeht, und schiebt ihn in den Fels. Er wird mit dem Fels verschmelzen und das Tor wird sich öffnen. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Was, wenn ich den in der rechten Hand halte? Ich wollte auch gerade sagen, ist das wirklich wichtig mit der linken Hand? Aber dann gehen wir noch mal rein hier. Nein, hier war das nicht. Wo sollen wir denn jetzt rein? Scheiße. Da hinten? Nee, da waren wir schon. Wie viele sind die Bäume jetzt weg? Ist auch nicht. Was war hier? Läuft. Na, guck mal. So, hast du ihn in der linken Hand? Keine Ahnung. Aber hat anscheinend geklappt. Ich glaube, du hast es aufgemacht, weil als weibliche Elfe habe ich wahrscheinlich eine Links-Rechts-Schwäche. Ein bisschen WD-40 geworfen in die Tür. So, ein Rinder im Puff. Speichern. Ja, ein bisschen dunkel hier, da kommt schon wieder Ratten. Oh, ist mir zurückgegangen, ich habe nicht gespeichert. Okay, machen wir nach den Ratten. So. Müssen wir? Haben wir gerade erstattet. Erst müssen wir jetzt nicht. Machen wir beim nächsten. Ich mach mal ein bisschen heller, wa? Ja, rechts, links, oben, unten, geradeaus. Ja. Ja, links. Die Möglichkeiten haben wir. Oh, Sprengfässer. Was ist das? Soll das schon ein Draw sein? Pass auf, hau nicht drauf. So. Ah! Du bist kurz vorm Trinken, Freundchen. Ja und? Dafür wird kaputt gemacht. Unspannender Donut in der Sackgasse. Dann rechts? Es geht wahrscheinlich eher im Norden weiter. Mit Sicherheit. Ich habe irgendwas kaputt gebratzelt. Bleib stehen, Otto. Lol. Was ist denn das hier für ein Gerät? Erkennst du das? Die Funktion ist mir schleierhaft hier. Ja, ist halt kaputt, ne? Ja gut, aber irgendwas mit einem Stein angebunden, irgendwie. Ja, wahrscheinlich Fusionsreaktor. Oh. Oh. Da ist auch noch was. Hier ist noch einer. Ja, brauchen wir noch mehr von. Zum Wohle! Ich hab's gar nicht drauf geachtet. Das ist schlecht. Gib mir die Buddel. Soll ich mal die Buddel geben? Ich kann grad nicht, so sterbe ich auch noch. Ja. Ja! Ja, siehste. Lohnt sich. Ja, dann kann ich halt erstmal selbst einschenken. Mahlzeit. Mahlzeit. Bäh. Es wird nicht besser. Ganz im Gegenteil.